Mal. Moin Leute, es ist wieder Zeit für eine Hochzeit heute. Und heute geht's nach Forsthaus Heiligenberg in Heiligenberg. Eine kleine, beschauliche Hochzeit mit 40 Leuten und es ist schon richtig spät. Es ist nämlich schon 18.24 Uhr. Da kann ich sonst von träumen, so spät erst loszufahren. Grund ist, dass ich erst um 21 Uhr dort starten soll. Um 19 Uhr muss ich dann aufbauen oder anfangen aufzubauen. 21 Uhr startet die Musik, bis 2 Uhr geht's, 5 Stunden. Sollte ein machbarer Job sein. Let's go! Übrigens, solltet ihr noch nicht abonniert haben, dann macht das doch bitte mal gleich mit Glocke und gebt dem Video einen Daumen hoch. Da würde ich mich sehr freuen und ihr würdet auch kein weiteres Video verpassen. Ich bin angekommen und ja, hier ist das Haus Regenwald, heißt das glaube ich oder so. Ist ein schönes Fachwerkhaus, da werde ich auflegen. Letztes Mal war ich in dem Haus da und das ist da nicht so gut. Und ich hoffe, hier ist es besser. Ich bin fertig mit Aufbau und ich zeige euch das mal. Es ist ein bisschen eng hier und die Gäste sind auch schon da und essen alle. Ja, wie gesagt, ein bisschen eng hier, die Gäste sind schon da und das ist der Aufbau. Rechts, links, direkt Tische hier. Oh, Tanzfläche ist sehr klein, aber es ist immer noch besser als da hinten im anderen Haus, also deutlich besser. Weil wir können ja die Tische später ein bisschen wegschieben, ne? Es gibt Essen und ich zeige euch das mal. Mir sind gerade gleich zwei dumme Sachen passiert. Einmal den Scampi habt ihr ja gesehen. Ich schneide den so an und er spritzt so aus allen Nähten in alle Richtungen. Und ja, das Ergebnis seht ihr hier. Nicht so cool. Und kommt eine Dame zu mir. Ich kannte sie nicht. Ich dachte, ich kannte sie nicht. Sagt, ich bin die Braut. Ich sag, hä? Nein, bist du nicht. Und dann sagt sie, doch, bin ich. Und das war die Braut. Super Fettnäpfchen. Hab sie nicht erkannt. Er hatte eine Brille auf, ganz andere Frisur. Und nee, habe ich nicht erkannt. Ich musste das Ganze hier nochmal umbauen. Gucken jetzt hier so auf den langen Teil des Raums. Und jetzt haben wir hier auch ordentlich Platz zum Tanzen. Und hier hinten ist mein Equipment. Ja, Lichtpaket ist voll am Start. Leider dürfen wir heute keinen Nebel machen. Ha, schade. Gar kein Nebel, auch kein Hazer. Es gibt hier jetzt noch eine PowerPoint-Präsentation. Und der Ton wird natürlich standesgemäß über die Anlage laufen. Dank Mischpult, gar kein Problem. Geht einfach ein Kabel in den Laptop. Nächstes Mal habe ich, glaube ich, auch eine Funklösung dann am Start. Das wäre noch cooler. Es ist gleich schon 11 Uhr. Tanzen wird ein bisschen später. Bis 2 Uhr geht das hier. Und die haben hier noch hier eine Band am Start und die spielen jetzt noch ein Ständchen. Ein bisschen Easy Charts. Ja, viele Kinder hier, ein bisschen ältere Leute, muss man ein bisschen hier easy starten. Jetzt haben das Brautpaar hat mir so eine Playlist gegeben, da ist das auch mit drin. Ich wollte nicht klar spielen, aber das ist dann besser, ne? Jo, bevor die denken, ich spiele deren Sachen nicht, arbeite ich erstmal ein paar Sachen hier weg. War auch auf der Liste. Crazy in Love war nicht so eine gute Idee. Ist noch zu früh. Den Gästen geht's gut, mir auch. Und ja, Westernhagen geht's auch gut. Ja, machen wir mal die Rock'n'Roll-Runde ein bisschen früher, ne? Ist ja nicht mehr lange. Hier, Kinder auch am Start. Weiß nicht der Knaller, den ich mir erhofft hatte, aber läuft halbwegs. Und gleich bin ich mal ein bisschen aktueller. Das läuft, das läuft. Jo, die Kids haben sich Katy Perry gewünscht. Da spiele ich gerne Last Friday Night. Und jetzt kommen mehr Wünsche. War ein Wunsch, aber ist vielleicht ein bisschen hart. Jo, die Dame hört sich Feel the Beat. Hätte ich
wir hier. Ja, das kommt mir am besten, ne? Man muss ja ein bisschen spielen. Bester Song heute, Pocahontas. Bester Song heute. Ja, den wollte ich eigentlich als letztes spielen nochmal so, aber war ein Fehler. War zu lange jetzt, Schlager. Und muss jetzt wechseln. Habe ich noch nicht erlebt, dass ich mit Pur oder wie Panzer hier gelehrt habe. Ja, da passt eigentlich Leila noch hinterher, aber das lasse ich. Ich habe ein bisschen Latin gewünscht hier, Enrique. Was wünschst du dir? Ja, ist schon drin. Okay, kenne ich nicht, aber es läuft hier ganz gut. Irgendwas mit Clowns und ich liebe dich. Jo, jetzt wird es hier noch ein bisschen housey. Bacardi Feeling im Kaleidoskop Remix. Heißt aber Summer Feeling irgendwie. Und ja, davor lief auch schon Do It. Und jetzt mache ich mal Running Up the Hill aus. Mal gucken, ob ich das auch gut finde. Ja, es ist 2.53 Uhr. Ja, 5 nach habe ich auch die Musik ausgemacht. Ja, das sind 45 Minuten. Ich habe noch 3 Minuten gequatscht. Fazit. War eine richtig gute Hochzeit. Ich musste ja nicht lange spielen. Von 10:45 bis 2, quasi 2,5, fast 3 Stunden. Und in der Zeit musste ich echt alles geben. Die hatten mir ja auch diese Liste da von den Songs, die ich abarbeiten musste. Die wollten die unbedingt haben. Da musst du echt zusehen, dass du die durchkriegst, ne? Und dann noch zusehen, dass das Ganze alles eine gewisse Linie hat, war eine Herausforderung. Und das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass ich jetzt ein bisschen jünger war als die, aber ich habe auch echt genug Erfahrung mittlerweile, dass ich auch so, ja, 40-, 50-Jährige auch bespaßen kann, auch 60-Jährige. Gar kein Problem mittlerweile. Ja, habe ich mich echt die letzten 2 Jahre, würde ich sagen, habe ich mir das angeeignet. Und auch in diesem Jahr habe ich richtig viel gelernt, weil ich finde mich halt immer wieder auf so Hochzeiten wieder, wo es erst hieß, ja, kein Ding, spiel voll jung und so und kein Schlager und so, aber die wollten Schlager, Ballermann, volle Röhre und ja, dann musst du halt bringen, ne? Und klar, dann wünschen die sich die Sachen, die sie hören wollen und du weißt dann halt irgendwann, welche Sachen gewünscht werden, welche Sachen immer gut laufen und da lernst du halt, ne? Richtig gut und man kann ja auch so eine Hochzeit spielen. So, haut rein, bis dann.